Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Wir sind auf einem riesigen Vogel. Interessant. Ja, wir gehen ins vorletzte Gebiet heute, würde ich sagen. Und wenn wir die Gebiete fertig haben, dann können wir uns der Story nur noch widmen und haben alles soweit geschafft. Finde ich ganz cool, das finde ich. Hui, joppa. So, wir haben noch als Aufgabe einen Banditen töten und ein paar Athena Weiber. Der Athena Weiber, sag ich schon. Hermes Weiber natürlich. Dann Cassandra schon mal schneller hier. Was guckt ihr euch denn an? Das ist ein Vogel, ne? Muss ich damit anzünden? Scheinbar nicht. Schade. So, jetzt zünde ich gerne im Menschen an. Was? Kack! Die Killerhühner hier, ne? So, wir wollen in die Richtung. Ja, unser Schiff haben wir letzte Folge komplett fertig gekriegt, ne? Wir haben die eine komische Aufgabe fertig gegeben gekriegt von einem Typen. Dafür haben wir dann dieselbe Aufgabe wiederbekommen, ne? Ach ja, haben das eine Gebiet fertig gemacht. Haben unsere Kalkos-Aufgaben zum Teil erledigt. Und das gibt man uns im nächsten Gebiet. Vorwärts. Und schauen mal. Der Region entdeckt. Schiffswerte der griechischen Welt. Weil da müssen wir auch noch mit jemandem reden, haben wir noch eine Aufgabe gehabt in dem Gebiet hier. Deswegen wollte ich das vorziehen, dass ich die ganzen Nebenaufgaben fertig habe. Oh, hallo. So. Fährt schön, was machst du da? Oh, er hat mich getroffen. Oh, gut. Mal die Ruhe hier. Zack, zack, zack. Macht der hier was? Eine Kiste oder so? Schade. So. Jetzt sammeln wir eigentlich echt nur für unsere Ausrüstung auch, ne? Ressourcen und so. So, gut. Haben wir das? Sind wir hier? Hier sieht schon mal. Sieht sehr leer aus eigentlich, ne? Muss ich sagen. Irgendwie. Oh, vielleicht haben wir Glück und wir sind schnell mit dem Gebiet durch. Das wäre ja mal was, oder? So. Jetzt sind wir echt schnell mit dem Gebiet durch. Wäre eigentlich schön, ne? Und dann können wir uns wieder der Story widmen. So, hallo, nee, ich will da, danke. So, zack, zack. Oh, da ist ein Dreieckswerfer, Dreieckswerfer sage ich schon, ein Dreizackwerfer. So, sehr viele Tempel, aber auch kaputte Tempel, aber sehr viel leerer Raum. Sehe ich hier so in der Welt. So, machen wir, kümmern wir uns erstmal um die Ecke hier, dann machen wir die Ecke hier. Und dann gehen wir da so hoch langsam. Das klingt auch für mich sehr schlüssig. Ein Wolf und ein Bär kämpfen gegeneinander. Bär, was hast du? Oh, du sagst mich an. Ne, 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 ne. So. Da muss ich schon mal eingreifen. Das geht ja mal gar nicht. So. Oh. Ja, danke, Pferd. Und danke, dass du hier hingekommen bist. Na, komm, das schaffst du aber, oder? Komm schon. Komm schon. Du sollst mal nützlich sein, Pferd. Was bis jetzt mal so nützt. Haben wir was? Da ist doch eine Kiste drin.
Ich hab schon irgendwie gedacht. Hallo. Hier sind sogar zwei Kisten, okay. Kann ich das stehlen, ne? Oh, ist jetzt noch keiner gesehen? Okay. In die nächste Kiste. Seht die Leute scheinbar nicht. Okay, Glück für mich. Egal, was ist die nächste Kiste? Okay. Und wie zeigt er mir meine zweite Kiste an? Komischerweise, hä? Ich scanne einfach mal nach der Kiste. Seite. Die da wahrscheinlich. Die darfst du gar nehmen, lol. Tempel des Zeus. Verstehe ich nicht, was dieser Dreizack soll. Weil Zeus war auch derjenige, der mit Blitzen geworfen hat. Jetzt habe ich euch ein bisschen Kultur beigebracht. Na komm, Cassandra. Ja, immer große Sprünge. So, gut. Dann haben wir das hier schon mal. Dann noch ein. Dann noch ein Vögelchen, okay. Irgendwas mal hier. Komm, machen wir die große böse Burg hier direkt mal. Dann haben wir das hinter uns. Eine Cassandra. Oh, das scheint eine dicke Festung zu sein, wenn ich mir das Symbol angucke. Das Symbol haben wir sehr selten, oder? Mal, wo habe ich die Legende? Legende auf L. So, Bollwerk ist das sogar. Hafen. Wie viel Bollwerk hatten wir denn hier? Na ehrlich, wie viel Bollwerk hatten wir hier? Hafen haben wir hier. Unser erstes Bollwerk sogar vielleicht. Ja, wahrscheinlich über Sparta. Vielleicht bei Sparta. Der Sparta war dafür, dass es ist irgendwie sehr ungeschützt. Ist das echt unser erstes Bollwerk? Das ist kein Bollwerk gewesen. Ist das echt unser erstes Bollwerk scheinbar. Ja, sonst sind das nur so Hafen. Nichts Großartiges. Ah doch, hier ist ein Bollwerk da noch. Haben wir ein Bollwerk. Okay. Das war auch kein Bollwerk. Ein Bollwerk haben wir schon mal gemacht. Okay. Weil das ist auf jeden Fall ein dickes Ding, würde ich sagen. Ein sehr dickes Ding wahrscheinlich. Müssen wir echt gut scannen hier. Da haben wir ja auch noch einen Anführer dran. Bocken. Und dann auch der Schwert da hinzu. Zu unserer Situation. Dass wir noch mehr zusätzlich starkes Personal haben. Ja, und auch uns gegebenenfalls Dinge ins Bund schicken kann. Einen blöden Söldner. Es sind echt viele Gegner hier. Aber dann nicht so viele wie erwartet eigentlich. Sollte also machbar sein. Wenn wir uns die Aufgaben angucken, sind sie ist echt wenig. Da haben wir Befestigungen gehabt, die deutlich mehr hatten. Müssen wir sagen. Warte, komm, den müssen wir runterkicken, komm. Der will runtergekickt werden. Problem. Ach, guck mal, er gibt uns sogar noch einen Stempel. Sehr nett, dankeschön. Das war einfach, jetzt muss jetzt einfach sein. Und jetzt mitbekommen oder warum? Und jetzt so komisch drauf. Oh, guck mal.
Jetzt kriegen wir das erst angezeigt. Aber direkt der Polyarsch. Wenn wir das Gold haben. Sehr schön. So. Ein selziges Looten ist echt nur noch dafür, um für unsere Ausrüstung zu verbessern. Was anderes ist das Looten jetzt echt nicht mehr gut. Schiff, unser Hauptgrund fürs Looten ist ja abgeschlossen. Na gut, beziehungsweise Rüstung ist ja immer noch ein Grund, zum Looten. Ja? Hallo? Soll ja, geh auf Abstand. Junge, dürfte gar nicht hier sein. Eigentlich. Warum brenne ich? Ganz doof gefragt. Oh, schon wieder welche, die mir nicht angezeigt wurden. Unglaublich. Ja, ich will das looten. Da müssen wir echt noch dran arbeiten, ne? Ding, ding. Ist eine Loot da. Oh, ist da nur eine ganze. Okay, so viel jetzt auch nicht, aber. Zauber down. Autsch. Kommt hier einfach alles doof. So, wo ist denn hier mein Loot? Denn da. Holz. So, dann gehen wir mal hier lang. Gehen wir uns mal ein bisschen schneller, ne? Ich will die Folge heute auch noch fertig werden. Könnte ich jetzt auch theoretisch runterschubsen, aber mach mal den, weil wir wollen ja schließlich dann fertig werden. Den Polyarchen runter zu kicken war aber gut, weil dadurch hat er mehr Schaden gekriegt. Kann mir da nichts looten, nice. So, so, so. Kommst du mal her oder nicht? Mein Freund, Mr. Bogenschütze. Da ist eine Staatskasse. Kriegsvorring. So, gehst du jetzt da hoch? Positioniere mich extra so hin, dass mich jeder holen kann. Oh, du lebst ja noch. Ups, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass er so widerstandsfähig ist. Muss ich gestehen. Ja, das habe ich jetzt nicht gerechnet gehabt. Da ist schon wieder einer rumlaufen, den ich nicht markiert hatte. Quatsch. So ein bisschen voran machen hier. Ein bisschen voran muss auch mal sein. Zack. So. Oh. Kannst du aber richtig an. Jetzt kommt der sogar.
Da ist schon wieder einer, den ich nicht markiert bekommen habe, scheinbar. Hat den Mord denn jetzt gesehen? Das wüsste ich jetzt gerne mal. Rennenden Pferde. Oh, da ist er doch tot. Warum hat sie jetzt hier angefangen zu brennen? Ich habe keine Ahnung. Hatte der was Lilanes? Er hatte gar nichts. Wow. Er hat einfach nichts. So. Juhu, der Lootgeier hier wieder. Oh, Pfeil auf jeden Fall wichtig. Ein paar echt verbraucht haben hier. Weil die alle so weit da vorne waren, deswegen haben die nicht markiert gekriegt, okay. Verstehe. Oh, den haben wir auch nicht markiert. Oh, sogar so, so ein wichtiger. Ah, das überlebst du natürlich. Natürlich. Ich habe gesagt, wir wollen uns mal ein bisschen nützen. Bist du schon Ah ne, ist halt Athena, das stimmt ja. Schon mal ist fertig jetzt. Und jetzt kommen sie alle. Geh da durch. Ja, ich hab da Schätze. Wieso will ich jetzt. Warum gibt's hier eigentlich Schätze, wenn ich. Ich verstehe es nicht. Irgendwie. Okay. Ich verstehe es nicht so ganz. Warum ist es hier so. So, ne? Wir haben so ein großes Gebiet hier, aber. Haben gefühlt mehrere Sachen. So. Brief des Makler, okay. Davon erholt sich Athen nicht so schnell. Von 9000 Geld. Und in dem Brief. Tempel. Ne. Ein Täterhinweis. Brief. Hä? Oh, und wie ist denn nicht da? Egal. Erbungsschlacht schon verfügbar. Nice. Und das Ding schon erledigt. War ihn noch nicht gut, ne? Was heißt der Feigling? Alles klar. Ist wirklich Feigling. Wo ist er denn? Er ist da. Hast du mich gesehen? Ja.
Gut, er hat nur Lappen bei sich eigentlich, der Befehlshaber. Scheinbar. Tja. Hier bei mir ist nichts. Die Spur ist noch frisch. Weiter! Wir kriegen sie! Was ist denn los hier? Denken die sich gerade? Ich bin so dämlich. Oh, Scheiße! Mann! Ja, ich denke auch jedes Mal. Deckung, wir werden immer noch beschossen. Wie? Hast du mich jetzt gesehen? Wo kommst du her? Boah. Bringt ihr noch einen Bär mit raus? So. Wie ist denn hier los, ey? Komm her, du Feigling. Na komm her, Junge. Bam. So. Hab ich deine Jungs gekillt hier alle. Dann ist einer, der gechillt rumläuft. Alles klar. So. Es gibt echt Leute, die ignorieren einfach alles, ne? Alles ignoriert, so. Gut, wie machen wir jetzt weiter? Ist die Frage. Jetzt sind wir hier oben. Machen wir hier das kleine Stück Neues? Oder das komplette Kopfgeld auf mich ausgesetzt? Dann müsste ich mich nochmal in München mal hier hochklettern, so eigentlich. Was haben wir denn hier? Also wir sitzen auch Rekakos-mäßig aus. Haben wir noch die Zölle. Okay. Können wir eigentlich also machen. Gut aufgeräumt hier. Jetzt springe ich hier runter. GG. Eine Aussage von gerade. Ich habe nicht mehr sparen können. Er hat jetzt seine Fähigkeit nicht gehabt, wäre schon tot gewesen. Hat wohl seinen Grund gehabt, warum wir die direkt lernen konnten. War halt so früh im Spiel. Damit du nicht schon dauernd runterfällst und stirbst. Wenn du die Welt erst erkunden willst. So. Gegner haben wir hier. Na, hier noch was. Dann ist so eine Kiste theoretisch. Komm mal, Junge. Zack.
Zack. Okay. Sehen wir mal zu Banditen oder was? Ihr seid diese Typen, okay. Ganz aber lange. Weil macht so wie keinen Schaden. Da kann ich stehen einfach machen. Zack. So. Benutzt noch Loot für mich, Kollege. Ja, wirklich noch Loot für mich. Hat sich also doch gelohnt, da runter zu springen. Obwohl eigentlich nicht, weil wir brauchen kein Loot. So, haben wir die noch hier, die zwei. Okay. Also, die sind ja auf der anderen Seite vom Berg. Ich wieder hier hoch muss, natürlich. So. Sperrgebiet, ja, ich weiß das Spiel. Stell dir vor, ich spiele das Spiel jetzt seit. Ich speichere. Schauen wir mal eben. Ich spiele dieses Spiel jetzt seit 108 Stunden. Mindestens. Stell dir vor, ich weiß das. Das ist ein Tourspiel. Ich weiß, was ich tue, unglaublich, oder? Nur mein Pferd weiß nicht, was es tut. Das war unglaublich, ja. So. Und jump, jump. Ach komm, Pferd, schlicht eine Zahn. Ich hab meine Eberbombe noch nicht gefunden, das stört mich schon ein bisschen. In der Höhle ein Wolfsbaum. Ja, noch ein Schatz. Und guck mal da. Banditen. Sneaky Man. Oh, was ist das denn für eine riesige Höhle hier? What the fuck? Oh. Gibt's hier mehrere Wolfsrudel oder was? Ja, ich will das haben. Cassandra, stell dir vor. Oh, das ist stehlen. Ja, okay. Interessant, warum? Was ist das denn hier stehlen? Sehr merkwürdig. Ich weiß eigentlich auch nicht so genau, warum ich jetzt hier so viel loote noch. Wenn ich ehrlich bin. Weil eigentlich brauche ich es ja nicht. Aber wir wollen die Gebiete ja fertig machen. So, warum ist der andere Boss jetzt nicht, der andere Wolf nicht der Boss gewesen? Sondern nur er hier. Verstehe ich auch nicht. Hm. 50 Würfe mit 50 Alpha-Würfe hier gehabt, ja. Das kann nur den einen Bahn geben. Oder wie? Dann geht's auch noch. Nein, danke. Ich kletter jetzt nicht überall durch. Hab ich ja gar keine Lust zu. Ich hole mal die Banditen da hinten auf jeden Fall. Immer eine Kiste für mich und zum anderen muss ich töten. Dies ist mein Job. So. Ja.
Was hast du da zu Pferdchen? Gar nichts, ne? War ja klar. So, hallo, 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 hallo. Schnauze. Ja, hier, bitteschön. Schelf dir doch. Ich kann kein Deutsch mehr. Schlimm, solche Leute. Gut. Machen wir Platz wieder neu. Den ganz freigeschaltet, okay. Was soll ich öfters mal machen? Vielleicht kriege ich es dann früher erfüllt. Ich weiß, kriege ich jetzt das Ding jetzt aufgedacht, so hier, macht die Mission hier. Befreie die Olle oder erledige diese Banditen. Und ich denke mir einfach so, jo, kann ich machen, aber mach ich einfach nicht. Interessant. So, zack, zack, zack. Jetzt schon wieder ein Lager. Zwei unbekannte Söldner, okay. Bist du zu mir oder weg? Oh, hi. Ach, du lebst noch. So, warte, ne, du bleibst. Erstmal noch am Leben, würde ich sagen. Sterben. Also nicht mein Kopfgeld deutlich. Hallo. Ja, ich bin auch. Stell dir vor. Oh. Sack oder was? Du kämpfst gar nicht. Bam. Na komm, naja. Habe ich nicht noch Orikalkos hier? By the way. Hm. Ja, hier waren wir auf jeden Fall gewesen, okay. Und wir da und da Orikalkos noch. Bitch. So. Zack. Quatsch. So. Kommt her, ihr Wichser. Und zack. Schön. So, was will die Olle noch von uns? Ja. Okay. Das ist meine Aufgabe, ihn zu töten. Irgendwie glaube ich nicht. Irgendwie ist das Spiel gerade wieder ein Fehler. Na komm, Pferdchen. Wollen wir uns eigentlich mit Zauber Kalkos? Dann haben die. Ist die Folge zwar ein bisschen länger, aber hey, wir haben das alles erledigt hier.
Dim. Schmetterwölfe. Willi. Stop going on my nerve. So, den haben wir. Und dann noch den da hinten. Und dann haben wir noch die zwei und dann das ein bisschen hier und so weiter und so fort. Okay. Soll ich jetzt mal entscheiden, ob ihr mich habt oder nicht habt? Ja, ist schön, wenn man Fetcher bewegen würde, ne? Das wäre sehr schön. Was? Dim. YouTube, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh, schöner Sonnenuntergang. Haut rein. Ciao, ciao. Some days I can't get out of my head. That's just the dark side of me. Some nights it's hard for me to fall asleep. That's just the dark side of me. If you ever call my name, you will find out that we're both the same. When the lights go out, I need to know. Are you afraid of the dark? I'm not afraid of the dark. I am not afraid, I am not afraid. Sick of the oppression and all the hate. Money and the power, social rank. Lot of pride now, not enough loyalty. Had to change my life for the better things. Had to boss up and overcome adversity. I put my brother in position. I know someday see the vision. I've got a